Eine neue Art von Denken ist notwendig, wenn die Menschheit weiterleben will. Ja, das Zitat passt eben auch zum Bauen von morgen. Etwas anderes habe ich gelesen und ich habe, als ich weiß noch genau den Moment, ich habe es in einem Artikel gelesen, den Moment, als ich diesen Satz gelesen habe, habe ich ein bisschen nochmal geblättert und habe gesagt, habe ich das richtig gelesen? Die nachhaltigste Form von Bauen ist nicht zu bauen. Ja, ein klarer Satz. Eine Ansage, vielleicht auch eine Provokation. Die Aussage, die stammt von Hubert Romberg. Zu lesen in einem Interview, das er im Hinblick auf seinen Auftritt hier jetzt an dieser Eröffnungsfeier am Swissbau gegeben hat. Es ist eigentlich insofern eine erstaunliche Aussage, als Hubert Romberg selbst mit Herz und Seele ein Bauer ist. Ich meine damit nicht ein Landwirt, sondern ein Bauer. Und er leitet in vierter Generation bereits die international tätige und in Bregenz ansässige Romberg Holding. Das ist ein Familienunternehmen und ich habe vorhin schon auch den Vater Romberg hier im Publikum gesehen. Also mehr Familie geht nicht. Auch Sie herzlich willkommen. Und dieses Familienunternehmen ist komplett der Nachhaltigkeit verpflichtet. Und da knüpfen wir an, Herr Romberg. Wenn Sie uns, wenn Sie so gut sein würden und uns in den nächsten 20 Minuten ein Bild der Baubranche von 2050 zeichnen würden, wohin die Reise geht. Und ich möchte es nicht unterlassen, Ihnen eine ketzerische Frage zum Einstieg stellen. Gibt es die Branche überhaupt noch in 30 Jahren? Bitte schön, Herr Romberg. Ja, ich möchte mit der Antwort auf diese Frage gleich beginnen. Die Branche gibt es natürlich noch. Bauen ist das zweitälteste Gewerbe. Und für die Leute, die jetzt nachdenken. Wir sind seit über 138 Jahren oder seit 1886 im Baugeschäft tätig. Ich bin die vierte Generation. Wir wollen das auch weitermachen, noch sehr lange machen. Mein Vater, die dritte Generation, ist auch da. Und wir sehen das Bauen als die zentrale Ureigenschaft des Menschen, seit er existiert. Wir brauchen, egal, zu den notwendigsten Dingen im Leben, gehören eben auch ein Dach über dem Kopf und ein sicheres Heim und das wird nie weggehen. Was sich aber ändern wird, ist die Art und Weise, wie wir das tun. Und es wird sich auch ändern müssen. Ich bedanke mich, dass ich heute hier sprechen darf. Das ist nicht selbstverständlich. Es ist auch besonders schwierig, weil ich in einem Umfeld mich befinde, wo Fachleute sind, lauter Fachleute, die ganze Branche. Da wird dann natürlich alles besonders kritisch beäugt und darum bitte auch zu entschuldigen, wenn vielleicht 8 von 10 Dingen, die ich heute erzähle, eh klar und bekannt sind und wissen wir schon und haben wir schon so oft gehört, aber vielleicht 2 Sachen dabei sind, daran haben wir nicht gedacht. Und wir haben die Zukunft zu gestalten und haben auch diese Verantwortung, weil die Herausforderungen sind klar, wenn wir über die Zukunft nachdenken. Und ich habe bewusst keinen Folien-Tsunami mitgebracht, sondern nur ein Bild, das hier statisch bleibt, damit ihr ein bisschen in meinen Ausführungen bleiben kann. Die Randbedingungen werden entscheiden, wie die Zukunft aussieht. Das ist bei jeder Strategie. Ich muss sagen, wie schauen unsere Randbedingungen aus? Momentan, wir wissen die Probleme, ich zähle sie nicht auf. Wir haben ein Ressourcenproblem, wir haben ein Biodiversitätsproblem, wir haben ein Global Warming-Thema. Wir haben Risiken, die aus der Digitalisierung kommen, aus der KI kommen. Wir haben gesellschaftliche Herausforderungen, was die Arbeitskräfte betrifft. Und das ist alles das, was die Zukunft in Wirklichkeit gestalten wird. Und wir haben verschiedene Richtungen. Wir haben das Thema Technologie, wo sich jeder fragt, wo sind wir 2050? Übrigens, der Zeitraum ist meines Erachtens einerseits viel zu lange, andererseits viel zu kurz. Wenn wir 2050 klimaneutral sein wollen, und wir wollen das wirklich alle, wir wissen die Herausforderung, dann ist es schwierig, wenn man sich überlegt, dass 80% der Gebäude, die 2050 stehen, schon gebaut sind. Und wir denken eben nicht immer nur an Neubau, sondern wie bringen wir diese 80%, die jetzt schon da sind, klimaneutral. Und das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt, der oft vergessen wird. Der zweite Punkt ist, da geht es immer in Richtung technologische Entwicklungen. Gibt es neue Materialien?
gibt's Robotik, gibt's neue Software? Das ist immer sehr spannend, über das denkt man gerne nach. Und das Zweite ist aber, wie entwickeln Sie unsere Organisationsstrukturen? Wie werden wir zusammenarbeiten? Das macht es uns aus letztlich, das gemeinsam, was ich heute schon so oft gehört habe. Wenn wir das nicht als Architekten, Ingenieure, Bauunternehmen, Bauarbeiter gemeinsam machen, auch mit der Politik, dann wird das auch schwierig. Das heißt, wir werden hier auch das Mindset ändern. Und wir haben heute gehört über das andere Denken, das neue Denken. Aber es geht auch um ein neues Bewusstsein. Weil ich glaube, Wissen tun wir schon alles. Die Frage ist, wie schaffen wir es, das gemeinsam umzusetzen? Und wir werden natürlich Baumaterialien sehen, die CO2-neutral oder sogar negativ sind. Ich träume davon, dass wir einen Baustoff schaffen, der eigentlich aus entnommenem CO2 besteht. Erledigt. Weil wir so viel von dem Zeug verbrauchen, dann hätten wir die Probleme gelöst. Bis das aber soweit ist, haben wir eine Methode gewählt für unsere Entwicklung in der Unternehmung und für unsere Innovation, wo die Natur das macht. Es gibt nämlich einen ganz speziellen chemischen Prozess, der es ermöglicht, aus CO2 und Sonnenlicht Baustoffe herzustellen, um mit diesen Baustoffen Hochhäuser zu bauen. Wohnhäuser, Büros. Und dieser geheimnisvolle Prozess heißt Photosynthese und wird von einem Baum durchgeführt. Und aus diesen Baustoffen können wir intelligentere Dinge machen, im Mix mit anderen Baustoffen. Es geht nicht darum, hier fanatisch einen bestimmten Baustoff zu verfolgen, aber weniger von allem zu verwenden. Und wie wir begonnen haben 2010, ja, wir bauen Hochhäuser aus Holz, weil wir festgestellt haben, das hat den kleinsten ökologischen Rucksack. Da haben alle Fachleute gesagt, das geht nicht. Und ich habe auch nicht gewusst, dass das nicht geht. Darum haben wir es probiert. Das Problem ist, wenn wir wissen, dass was nicht geht, fangen wir damit nicht an. Und das war eine lange Reise und heute sehen wir, dass das geht und dass heute technologisch möglich ist in der Kombination mit Software, wo wir mit diesen Methodiken Produkte bauen. Und wir gehen von Projekten Richtung Produkte. Das heißt, wir bauen zum Beispiel ein Wohnhaus am Computer. Der Architekt hat alle Designmöglichkeiten, aber er muss eine Technologie verwenden, die auch technisch gelöst und funktioniert. Das ist die Kombination zwischen beiden Themen. Und dort drinnen haben wir alle Daten. Man muss sich das vorstellen. Wenn wir ein digitales Modell haben von einem Gebäude, dann haben wir nicht nur das Design, wir haben genau, wie viele Bauteile gibt es. Wie viel Kilogramm wiegt dieses Bauteil? Wie viel CO2 hat dieses Bauteil? Wer liefert es? Wann ist es auf der Baustelle? Was kostet es? Das sind alles nur Daten, die mit diesem Bauteil verbunden sind. Und wir gehen noch einen Schritt weiter, dass wir sagen, wir haben nicht ein BIM-Modell, sondern wir haben ein 4D-Modell. Das heißt, wir können auch sagen, wann muss dieses Bauteil auf der Baustelle sein und wie wird das zusammengebaut? Das nennen wir 4D-Simulationen. Wir haben dafür eine eigene Software entwickelt, die auch das kann. Das heißt, wir kommen in eine andere, und vorher wurde es eben sehr gut beschrieben, wie beim Thema ERP. Wir kommen in diese Logik, dass wir vorher wissen, wann was passiert und mit welcher Qualität Dinge auf die Baustelle kommen. Das klingt jetzt alles nach Theorie, aber es ist eben heute schon möglich. Das Problem, das wir aber haben, und jetzt möchte ich einen Teilstreifen, der hat mit Mindset, mit Bewusstsein, mit der Zusammenarbeitskultur zu tun. Dass wir uns als Gegner verstehen oft. Da gibt es den Auftraggeber oder den Investor, der versucht, möglichst günstig und effizient ein Gebäude zu bekommen und versucht natürlich, damit er das auch bekommt, möglichst breit auszuschreiben. Und ich möchte hier sagen, Ausschreibung ist nicht die Lösung, sondern ist das Problem. Warum? Wir haben einen Ressourcenmangel, wir haben zu wenig Mitarbeiter für alles, im technischen Bereich sowieso. Wir haben ein Attraktivitätsthema. Jetzt schicken wir an 20 Firmen eine Ausschreibung, die bearbeiten die alle mit sehr viel Aufwand und einer gewinnt den Auftrag. Aber nur, weil er einen idiotischen Preis macht bei viel Risiko und kleiner Marge, wenn man die GU-Erfahrung kennt. Was passiert als nächstes? Der GU sieht es eine Art Selbstverteidigung und sagt, ja, wir müssen hier noch optimieren und wir sehen schon die Fehler im Plan, aber die holen wir dann mit Nachträgen. Wir claimen das schon wieder rein. Oder wir bauen ein bisschen eine günstigere Variante ein, damit uns noch was übrig bleibt. Und das ist nicht die Lösung. Die Lösung heißt, wir kämpfen nicht gegeneinander, sondern wir finden Abwicklungsvertragsmodelle, wo wir miteinander
für das beste Outcome am Projekt arbeiten. Wir haben in Cottbus für die DB momentan ein Projekt über eine Milliarde, wo wir in einem Partnerschaftsmodell das Projekt so abwickeln, dass wir ein Jahr früher fertig sind, das Kostenziel erreichen und wenn es ein Problem gibt, wir beide das Problem sehen und gemeinsam lösen. In der klassischen Welt wird zuerst schon mal lange diskutiert, wer ist verantwortlich für das Problem, bevor überhaupt mit der Problemlösung begonnen wird. Und wir wundern uns dann, dass unsere ganze Branche nicht mehr so attraktiv ist für junge Leute. Die jungen Ingenieure wollen nicht 50% ihres Lebens streiten. Das hat auch eine Komponente. Und wir müssen auch als ganze Branche attraktiver werden. Wir müssen einfach aufeinander zugehen und miteinander Modelle finden, wo das funktioniert. Und ich bin froh, dass es die ersten großen Auftraggeber gibt, die das tun und diese Erfahrung auch teilen. Für mich gibt es zwei ganz wichtige Innovationen im Bauen. Das heißt Vertrauen und Teilen. Punkt. Die Fähigkeit eines Unternehmens, Vertrauen und Teilen im eigenen Unternehmen umzusetzen. Und wir haben 3.800 Mitarbeiter in sehr vielen verschiedenen Ländern und versuchen, eine Kultur aufrechtzuerhalten, die eben genau diese Wertschätzung und dieses Familiäre erhalten kann, obwohl wir extrem ambitioniert, professionell, innovativ sind und sehr schnell. Und diese Kultur ist notwendig, weil Vertrauen ist die effizienteste Managementkultur, die Sie haben können. Sie brauchen weniger Controlling, Sie haben nicht Mails, Sie kennen das, wo noch 10 Leute unten beim CC stehen. Ich habe es eh allen mitgeteilt, so quasi. Und das sind Themen, die sind vorbei und ich glaube, dass wir offen aufeinander zugehen. Und Wissen teilen macht uns schnell. Wenn ich mein Wissen, das ich habe, mit vielen von Ihnen teile und lerne, was Sie damit machen, dann bin ich viel schneller. Und so funktionieren die neuen Modelle der Zukunft. Und wir im Bau sind aber gewohnt, dass wir uns den Schädel gegenseitig einschlagen. Sie entschuldigen den Ausdruck, dass wir nur gegeneinander arbeiten. Und ich sehe ein Riesenpotenzial, weil wir sind dezentrales Unternehmen und jeder muss am Ort des Objektes seine Leistung erbringen. Aber wir haben so viel Wissen, das uns alle vereint. Stellen Sie sich einfach vor, das Wissen, das in diesem Raum ist, alles. Wir hätten das Wissen, das wir alle zusammen haben, jeder für sich. Das ist ein Wachstumsschritt an Know-how, an Potenzial, den die Baubranche hat, der keine Ressourcen verbraucht, keine Natur. Wir müssen nur Lösungen finden, wie wir lernen, technisch es zu tun. So bauen wir Plattformen mit unseren Produkten. Aber auch die Einstellung zu haben, dass wir es tun wollen. Und das hat nichts mit Denken zu tun, das hat was mit Bewusstsein und Herz zu tun. Und ich glaube, die Baubranche ist so ein wichtiges Element weltweit. Wir haben den größten Abfallverursacher, sind wir. Der größte CO2-Emittent. Der größte Materialverbraucher. Wir dürfen jetzt langsam unser Potenzial rausfahren, weniger verbrauchen, rückbaufähig bauen. Und ich habe eine Message immer an die Politik, wenn sie anwesend ist, an die Genehmigungsbehörden, die oft sagen, ja, wie können wir kreislauffähig bauen? Ich sage, ganz einfach. Man muss nur festlegen, dass bei jeder Einreichplanung oder Bauvorlage oder wie immer das heißt, an die Behörde, eine Rückbauanleitung und eine Materialliste anzugeben ist. Die zwei Dinge. Und nicht einmal sagen, wie sie aussehen soll, weil die Firma wird sich ja selber überlegen, wie anspruchsvoll sie ist. Oder? Aber allein die Überlegung, wenn der planende Ingenieur sich überlegen muss, wie bringen die Nachkommen das in 100 Jahren wieder auseinander, schön, ist wie ein Zirkelbezug im Kopf, wird schon anders geplant. Und das sind einfach Veränderungen im Denken, die ganz, ganz wichtig sind. Wir glauben, dass wir das voneinander lernen, dass Zusammenarbeit das Thema ist. Unser Erfolgsgeheimnis heißt Joint Ventures, Wissen teilen. Wir haben mit der Romberg Sersa Rail Group die größte Familienunternehmung im Bahnbereich Europas geschaffen, mit meinem Freund, Geschäftspartner und großen Unternehmer Conny Schnieder haben wir es geschafft, eine schweizer-österreichische Firma von Weltruf zu bauen, weil wir aufeinander zugehen, weil wir uns vertrauen, weil wir unsere Stärken zusammenlegen. Mit der Familie Goldbeck haben wir das Goldbeck-Romberg-Unternehmen gegründet, das sich auf systematisiertes Bauen konzentriert, wo wir wirklich effizient, schnell, wenig Ressourcen verbrauchen. Mit Cree haben wir ein Holzprodukt geschafft, das mittlerweile in 20 Ländern der Welt eingesetzt wird, weil wir das Wissen teilen, weil es auf einer Plattform ist. Es ist mir egal, ob ein Unternehmer in Bremen das Wissen nimmt und für seinen Vorteil nützt, weil er spart 80% CO2 ein und baut rückbaufähig.
Meine Mission ist, dass die ganze Welt anders baut. Nicht, dass ich 4 Objekte baue, wo alle sagen, sehr schönes, nachhaltiges Gebäude. Das macht keinen Unterschied. Und ich bin der Meinung, teilen lohnt sich, weil ich lerne bei 20 Projekten, die gleichzeitig auf der Welt gebaut werden, viel schneller wie bei dem Produktlebenszyklus, den wir haben, beim Gebäude, wo ich sage, ich baue jetzt mal eines, dann warte ich, dann lerne ich, dann baue ich das nächste. Und das Schlimme ist ja, immer neue Mannschaft, immer neue Firmen, die zusammenarbeiten. Wir müssen lernen, partnerschaftlich zu arbeiten, auch mit den Kunden. Wir haben mit der LEG, die zweitgrößte Wohnungswirtschaftsgesellschaft in Deutschland, ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet, auch 50-50, wo jeder sagt, wie geht 50-50? 50-50 ist perfekt. Weil wenn einer sagt, ich will wer mit 50-50, dann frage ich ihn, warum? Ja, damit ich dich überstimmen kann. Oder ich weiß es nicht. Wenn wir uns nicht einig sind, dann setzen wir uns hin und finden heraus, warum wir uns nicht einig sind. Und es gibt einen guten Grund und wir lösen das Problem. Aber zurück zur LEG. Diese Firma hat 180.000 Wohnungen. Das ist eine Aktiengesellschaft. Die muss die sanieren. Ich erinnere, 80% stehen schon. Die haben jedes Mal, müssen die neues Team holen, neu ausschreiben, neu basteln. Das geht sich nie aus. Wir haben ein System entwickelt auf Basis unserer Erfahrungen, auf unserer Produkt- und Prozesserfahrung, dass wir mit einer Drohne das Gebäude umfliegen, einer mit dem Modul, mit dem GPS-Modul durchgeht, mit dem LiDAR-System, und wir sofort einen digitalen Zwilling haben, weil es gibt oft gar keinen Plan von diesem Gebäude. Dieses Gebäude, die sind aus den 50er, 60er Jahren gebaut worden. Da ist zum Teil das Fenster 15 cm so versetzt und die Wand 12 cm aus dem Lot. Nur, dass man sich ungefähr Systembau in Kombination mit dieser Ungenauigkeit vorstellt. Was wir aber machen, ist, dass wir aufgrund einem digitalen Zwilling, der Computer, Generative Design, mit einer KI automatisch die Module ermittelt und diese Daten sofort in die Fertigung gehen. Das kommt aus der Fertigung. In 3 Monaten wird das ganze Haus neu eingepackt, minus 90% Energie und Gas, und die Menschen bleiben in der Wohnung wohnen und sind kaum gestört. Das ist aber eine Methode, die kommt nie raus, wenn Sie das einmal jeweils irgendeinem Konsortium geben. Die kommt raus, weil wir uns gemeinsam hinsetzen und sagen, so viele Wohnungen wollen wir sanieren in den nächsten Jahren. Wir wollen gemeinsam ein effizientes System schaffen. Also es geht in Wirklichkeit Nutzung der digitalen Tools, Wiederholbarkeit, Partnerschaften auf Augenhöhe, auf Vertrauen. Das ist die Zukunft, die jetzt schon da ist in Wirklichkeit. Und wir haben es heute schon oft gehört. Ich glaube, wir spüren das ja alle. Das wollen wir auch. Wir müssen jetzt nur diese Beispiele auch sehen. Und ich möchte ganz klar anbieten, wer immer Interesse hat an den Dingen, die wir auch tun oder wir können, wir sind offen für jede Partnerschaft. Wir teilen unser Wissen. Das ist etwas, was wir vorleben wollen. Und deswegen glaube ich, dass die Attraktivität der Branche zunehmen wird. Junge Leute kommen gerne wieder, weil es kommen digitale Tools. Mit diesen ganzen Simulationsmodellen, mit all diesen, die sind aufgewachsen mit dieser Technik. Ich bringe nur ein ganz kleines Beispiel, dass man das ein bisschen versteht. Wir haben in Australien 200 Mitarbeiter und sehr viele von diesen großen Bahnbaumaschinen. Unser Problem bei diesen Bahnbaumaschinen ist, jeder hat die schon mal gesehen auf dem Gleis, nur nachts und am Wochenende. Finden Sie mal junge Leute, die das toll finden. Also wir müssen ja auch überlegen, wie können wir Technologien einsetzen, um die Situation zu verbessern. Jetzt bringe ich dieses Beispiel. Junge Leute, die aufgewachsen sind mit Computerspielen, die wissen genau, wie das funktioniert, wie man ein Computerspiel bedient. Der kann in Österreich sitzen oder in der Schweiz. Um 8 Uhr geht er ins Büro, zieht sich seine VR-Brille an, setzt sich in diesen Stuhl mit dieser Steuerung und fährt die Maschine in Australien. Aber am Tag, weil wir Teile dieser Funktionen mit Technologie eben so gestalten können, dass sie wieder attraktiver werden. Oder auch Bauablaufsimulationen. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Polier, der ist 60 Jahre, der geht bald in Pension und Sie wissen, da ist so viel Erfahrung. Wie bringe ich diese Erfahrung an die jungen Leute? Weil wir kriegen ja immer weniger und die sind immer weniger ausgebildet. Jetzt stellen Sie sich vor, die haben alle eine VR-Brille an, sind in diesem Simulator, dieser Baustelle. Der Polier kann Ihnen an einem Nachmittag 4 verschiedene Möglichkeiten, Abwicklungslogiken von der gesamten Baustelle erklären. Die nehmen das auf wie einen, die saugen es auf wie einen Schwamm, weil die sind so gewired im Kopf, im Computerspiel. Ich merke mir jeden Schritt.
Und so kriegen die ein Know-how und wissen, dass sie die Vorbereitung der Baustelle in Zukunft im digitalen Raum machen werden können. Und das sind spannende Jobs. Und jeder digitale Nerd will mit seiner Freundin irgendwo vorbeilaufen können und sagen, da habe ich mitgebaut. Wir haben was geschaffen. Und das ist auch die Verantwortung, die wir haben, dass wir sowas ins Land auch stellen, wie wir das machen. Und wir bauen diese Produkte nicht für uns. Wir bringen Effizienzen in unseren Prozess rein durch diese digitalen Produkte. Wenn das Produkt aber funktioniert in der Romberg-Gruppe, dann können wir das auch für Dritte tun. Das heißt, wir werden in Zukunft diese Lösungen dritten Baufirmen anbieten. Oder gehen Sie lieber zu Google, wenn Sie Ihren Bauablauf verstehen wollen. Oder glauben Sie es eher Ihren Kollegen. Und das ist etwas, da wird sich was tun. Und das ist die Möglichkeit, wie wir das Wissen auch in die Breite bringen. Und das ist eine Riesenchance für uns alle, die Attraktivität zu erhöhen, das Wissen zu verbreiten und echten Klimaschutz zu betreiben, weil wir vorher schon genau wissen, was wir tun müssen, damit sich die Dinge ändern. Aber es geht eben nur, wenn wir unser Herz öffnen. Wenn wir beginnen, uns zu vertrauen, auch wenn es vielleicht ein Konkurrent war oder ist. Aber die meisten sind es gar nicht. Und diese Partnerschaftsmodelle bitte ich zu unterstützen. Wir alle gemeinsam haben wirklich die Herausforderungen. Wir lästern oft, wenn sich junge Menschen auf die Straße kleben. Ja? Kann man sagen, ist sinnvoll oder nicht? Es gibt auch sehr viele Maßnahmen, die verordnet werden in dem Bereich, die hochsinnlos sind. Bin ich auch der Meinung. Aber wir müssen auch verstehen, es gibt junge Menschen. Stellen Sie sich einen 6-Jährigen vor, der kann nicht verarbeiten, was hier läuft. Der sieht in den Nachrichten, wir haben ein Problem, und zwar ein großes Problem. Der Planet wird vielleicht in vielen Bereichen schwer bewohnbar. Wir haben diese Themen. Wer tut was? Die fragen sich, wer tut eigentlich was? Diese Machtlosigkeit ist das Problem. Und in diesem Raum sitzen die Menschen, die 5% der Bevölkerung repräsentieren. Ingenieure, Architekten, Baufirmen, Bauarbeiter, Haustechniker. Das sind 5%. Und alle, die nichts vom Bauen verstehen, verlassen sich darauf, dass wir alle das tun jetzt. Wir tun was. Und wir können was tun. Und deswegen ist mir so wichtig, dass ich das hier nochmal loswerden kann. Ich glaube, dass wir den Weg hier gemeinsam gehen können. Wir als Familie versuchen es schon sehr lange zu gehen. Wir stecken das meiste unserer Ergebnisse in die Zukunft, muss man auch sagen. Weil wir sagen, unser Vermögen ist das, was man zu tun vermag. Und nicht nur Geld. Vielen Dank.